Dieses Bataillon wurde völlig ausgelöscht. Es gibt keine Überlebenden. Ja. Es wird keiner angerührt. Dafür ist keine Zeit. Diese Soldaten von Kerls machen uns keinen Ärger mehr. Mein König, lasst mich euch beglückwünschen zu diesem schlau errungenen Sieg für Kelt. Das Lob gebührt meiner Tochter. Die Idee mit dem Hinterhalt war ihre. Leider fallen die auf so eine Taktik nur einmal rein. Wohl wahr. Aber vergesst nicht, sie war letztlich nur deshalb erfolgreich, weil Maeve nicht alle Kräfte eingesetzt hat, über die sie verfügt. Deshalb brauchen wir Draganta. Kommen die mystischen Ritter voran mit ihrer Suche nach diesem Draganta? Oh ja, Vater. Rowan, Angus und Ivar bereiten sich ernsthaft vor. Ha! Ich hab zwei abgesammelt und du nur einen. Die Dummen haben Glück. Los! Kauf dir mal eine Brille, 3-1. Oh, jetzt passt mal auf, ich zeig euch, wie man das macht. Ich bin voll und ganz deiner Meinung hier. Fertig? Draganta ist von allergrößter Wichtigkeit. Seid ihr Krieger oder Hobbyschützen? Die neuen Waffen müssen ausprobiert werden. Ach, ihr spielt nur damit. Und das, während Kerls in großer Gefahr schwebt. Wir müssen unsere Suche fortsetzen. Aufbruch! Ich wünsche euch alles Glück dieser Erde. Aber ich finde, wir sollten erst noch mal Finvara um Rat fragen, in Tirnanog. Also mir hat der eine Sturz durch den Feenring genügt. Ja, ich habe keine Lust, mich noch mal wie ein kleiner Schuljunge behandeln zu lassen. Da ihr alle schon mal in Tirnanog wart, könnt ihr das Reich auch betreten, indem ihr den Kristall in dem Feenstein einfach nur berührt. Du allerdings, Angus, darfst von mir aus in jedes größere Loch fallen, das dir gefällt. Bleib am besten gleich da. Vielen Dank. Muss das sein, dass wir uns da noch mal runterbeamen? Es muss sein. Mach dir doch Windeln um. Na toll. Also auf ein neues. Ich habe euch schon erwartet. Seid gegrüßt. Da wir nur einen Teil der Schriftrolle haben, brauchen wir euren Rat. Meinen Rat? Ich sage euch nur, welche Gefahren euch erwarten, wenn ihr auf euch allein gestellt seid. Recht herzlichen Dank. Vor langer Zeit, lange bevor es uns gab, verwandelten unsere Urahnen Silber und Gold in magische Rüstungen. Durchdrungen von den Kräften der Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser. Sie wurden geschaffen, um Frieden zu bringen, unserer Insel. Bei Gaga, die sehen ja nett aus. Um sich diese Rüstung zu erobern, muss ein Held den Wächter der Rüstung allein besiegen. Wenn ihm das gelingt, hat er sich die Möglichkeit, die mystische Rüstung herbeizurufen, wahrhaft verdient. Die darf er allerdings nur im größten Notfall nutzen. Wie ruft man die Rüstung herbei? Indem man sein Element anruft. Feuer, Erde, Luft oder Wasser. Was ist mit dem Drachen der Wagnis? Und Draganta? Ihr werdet das Geheimnis von Draganta nicht erfahren, bevor ihr nicht Pyren, den Drachen der Wagnis, gezähmt habt. Und diesen könnt ihr nicht zähmen, bevor ihr nicht die mystische Rüstung erobert habt. Also, Rüstung, Drache, Krieger. Alles klar? Ziehen wir Leine. Leine? Wieso Leine? Gibt's hier Hunde? Hey, wartet auf mich! Ich habe eine Landkarte! Das sind die Berge des Nordens. Und die westlichen Höhlen liegen direkt unter Maeves Schloss. Wozu der Umweg? Wir vergessen die Rüstung und gehen gleich zu der Höhle der Wagnis. Unsere neuen Waffen lachen doch über so einen Gruftdrachen. Vielleicht hast du recht. Aber Finvara sagt, dass wir die Rüstung brauchen. Es kann Kelts nur nützen, wenn wir Draganta eher finden. Ich habe meine Zweifel, aber ich schließe mich der Mehrheit an. Ich bin nicht so überzeugt. Es war kein Kinderdrachen. In so einem Fall kann eine Rüstung nicht schaden. Hör auf zu jammern, Angus. Wir gehen zum Drachen der Wagnis. Na.
Hallo? Gibt's hier einen Drachen? Möglich. Ich höre etwas. Hier drin ist es dunkler als in einer Dunkelkammer im Tunnel bei Neumond. Ist das hier überhaupt die richtige Höhle? Riechen tut's hier so. Entschuldigt mich, Kinder. Mir ist das hier zu unordentlich. Ich pass draußen auf, ob... Du gehst in die falsche Richtung. Ich glaube, der Drache hat dich gerufen. Wird's hier irgendwie heller? Ich habe das dumpfe Gefühl, wir brauchen gar nicht weiter zu suchen. Da ist ja unser Schoßhündchen. Umzingeln wir ihn. Ich würde sagen, der Herr ist heute Morgen mit dem falschen Bein aufgestanden. Gegen den haben wir reichlich schlechte Karten. Abwarten. Ich nehme mal an, der hat mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Könnte es sein, dass du dich wieder mal irrst? So, mein Freundchen, Feuer spucken kann ich auch. Aha, ich glaube, er gibt auf. Los, lenk ihn ab. Oh, hier, du komischer Flammenwerfer. Verschwindet, ich helfe mir schon selbst. So, braves Hündchen. Ein Engel. Vollen Hafer, auf jeden. Ist irgendwie zugig, nicht? Zugig, nicht? Soll ich so vielleicht vor den König treten? Versuch das. Vielleicht ein bisschen nass, aber... Ich nehme an, du erwartest, dass ich dir helfe, Angus. Ein hübsches Stück Moos. Na bitte! Immerhin habe ich den Drachen fast besiegt. Ja, fast. So wie es aussieht, brauchen wir die Rüstung doch. Keine Frage. Schön, ab jetzt befolgen wir Finvaras Anweisungen ganz genau. Und wer kriegt die Rüstung zuerst? Wer schon? Ich würde mich vorschlagen. Wir lassen das Glück entscheiden. Hier. Der Kürzeste kriegt sie als Letzter. Zeigt her. Ich bin der Erste. Dann kommt Deirdre, Ivar, dann du und Angus. Du als Letzter. Dein Element ist das Feuer, Rowan, aus den Bergen des Nordens. Auf, ihr müden Krieger, Richtung Norden. Wartet auf mich, ich komme auch mit! Richtung Norden gehen Sie, Richtung Norden! Meine Königin, wir sind in eine hinterlistige Falle geraten. Die Krieger von Kells lagen tot da. Niemand rechnete mit einem Überfall. Wir haben unser Bestes gegeben, es waren einfach zu viele. Tatsächlich. Zeig mir, dass du der Beste bist! Torch! Und du willst der Beste sein? Du führst nie wieder ein Bataillon an. Sofort raus hier. Raus! Ich werde keine zweite Schlacht verlieren. Ah!
Ich hab mich schon gefragt, wo du warst, kleiner Schotte. Ich bringe euch Nachrichten von den mystischen Rittern. Sie sind auf dem Weg in die Berge des Nordens, um sich die Rüstung aus der Eishöhle zu holen. Es kann nicht sein, dass die noch mehr Macht kriegen. Ich schnapp mir diese Amateurkrieger. Nimm dir lieber ein paar Soldaten mit, denen ist nicht zu trauen. Das wird nicht nötig sein. Denn ich fürchte, die mystischen Ritter werden die Eishöhle nie erreichen. Wieso seid ihr da so sicher? Niemand hat je die Eishöhle erreicht. Aber selbst wenn Rohan dort eindringen sollte, so wird er doch die Rüstung niemals kriegen. Wieso nicht? Nun, weil Rohan der Tod durch die Hand meiner obersten Schildwache sicher wäre. Rad Cohen, Herr des Eises von Temra. Da. Dort, am Fuß des Berges. Das ist die Eishöhle. Und da ist der Wächter, der deine Rüstung bewacht. Wir sind so gut wie da. Habt ihr das eben gehört? Oder warst du das, Angus? Ich habe einen Bärenhunger. Das kann nur mein Bauch sein. Schon wieder. Es kommt von da oben. Kommt hier rüber, schnell. Wer spricht denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Wir sind verschüttet. Na klasse. Ganz hervorragend. Ich wollte von Anfang an nicht hierher. Ohne die Höhle sähst du jetzt aus wie eine Flunder. Schön, so müssen wir wenigstens nur verhungern. Ach, hör auf mit dem Gelaber, überleg lieber. Die mystischen Waffen? Die nützen uns hier nichts. Sie hier drin zu benutzen wäre zu gefährlich. Wir sitzen fest. Ich hab eine Idee. Aideen! Gut, dass ich mitgekommen bin, nicht? Kannst du mit deiner Zauberkraft einen Stein auflösen? Naja, die Steine hier sind unheimlich dick. Nimm dir mal den kleinen davor. Wieso gerade den? Das ist der Schlüsselstein. Der Schlüsselstein? Dieser eine Stein hält die anderen an ihren Plätzen. Ich kann's ja versuchen. Iva, wenn der Schlüsselstein da geschmolzen ist, wie willst du wissen, dass die anderen nicht auf uns drauffallen? Das weiß ich ja nicht. Das macht Mut, das macht Freude. Vielen Dank. Seht doch. Ich hab's geschafft. Dank dir, Aideen. War ganz leicht. Also, weiter geht's. Nach euch, Prinzessin. Da oben, da müssen wir hin. Nicht wir. Ab jetzt gehe ich allein weiter. Finvara hat gesagt, ich muss mir die Rüstung selbst holen. Seid schön artig. Viel Glück. Wartet hier auf mich. Bin praktisch schon wieder zurück. Mit meiner Rüstung. Hey! Jetzt hat man nicht mal mehr in einem Tümpel seine Ruhe. Grässlich, diese Menschen. Meine Königin, eure Trauben. Ah! Die mystischen Ritter haben den Fuß der Berge erreicht. Ihr Anführer steht schon bald in der Eishöhle, wo die Rüstung verborgen ist. Meine Königin. Ich denke, die Gelegenheit dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Wovon redest du? Rowan wird ganz bestimmt zerbrochen vom Wächter der Eishöhle. Und so werden die anderen drei? Verwundbar, das liegt auf der Hand. Bin ich nicht absolut brillant? Ja, meine Königin. Ihr Mächte der dunklen Magie, durch die Kraft dieses Steines erschafft einen Riesensaurier aus lebenden Steinen! Ja.
Der war doch eben noch nicht da. Kannst du mal zur Seite gehen? Wer wagt es, den Eislord von Timbra herauszufordern? Ich, der mystische Ritter des Feuers. Das ist heute nicht gerade dein Glückstag, junger Krieger. Ich verpasse ihm meine Ladung. Willst du dich da ausruhen, Deirdre? Ich komme gleich. Bereite dich auf dein Ende vor, mystischer Ritter des Feuers! Du tust mir leid, der Kampf ist zu ungleich. Kannst du eigentlich fliegen? Oh, der Eislord kann ja tatsächlich fliegen. Feuer tief in mir! Endlich was einfallen. Jetzt muss die mystische Rüstung zeigen, was sie kann. Das hat ihm nichts ausgemacht. Los, wir heizen ihn gemeinsam ein. Kleine ist am Boden zerstört. Erstaunlich. Rowan, eine feine Leistung. Und ich hole mir meine Rüstung als Nächste. Ich bin froh, wenn ihr alle eure Rüstungen habt. Miff wird ganz sicher bald wieder angreifen. Das soll sie lieber sein lassen. Sonst erwarte ich sie hiermit. Angus, nicht! Ich hoffe, du wirst mit deiner Rüstung vorsichtiger umgehen, als du es mit deiner Waffe tust. Ich dachte, dein Wächter wäre unbesiegbar. Das ist er auch. Das war nur eine kleine Unaufmerksamkeit. So ist es. Ich bin mit den mystischen Rittern noch nicht fertig.